Es ist passiert, Vingard. Ich hab mich verliebt. Ich mach es wie der Tankwart. Aber mach Bock, oder? Karte. Mach richtig Bock, die Map. Was ist denn hier los? Alter, das war ein Dreifachabschuss. Komm mit dir mit. Ja, hallo, mein Name ist Simon Machete und herzlich willkommen hier bei den Teenagers from Mars. Nach der Alpha und nach der Beta hatte ich nicht so positive Gefühle, aber jetzt, ja, Philipp und ich haben die ersten Stunden gespielt und wir müssen ehrlich sagen, der erste Eindruck, top, einfach top, ein Top-Spiel. Was nach der Alpha und Beta nicht gerade zu erwarten war, ist, dass wir wirklich richtig, richtig Spaß an dem Game haben und wir direkt an dem ersten Tag so richtig reingesuchtet sind. Wir haben wirklich ein paar Stunden durchgestreamt, wir haben ordentlich gezockt, wir haben geile Gameplay-Sachen erspielt, aber was uns aufgefallen ist, man levelt mit den Waffen einfach Gott. Los, langsam. Was ist denn da los? Das dauert so unnormal lange. Der Philipp hat schon Bart bekommen bei den ganzen Zocken. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, alle Waffen haben fast Level 70 und du musst da so lange reinschallern. Oh. Alter Schwede. Wir haben aber ein paar Tipps für euch in diesem Video, wie ihr eure Waffen schneller leveln könnt, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie wir am Anfang. Deswegen bleibt dran und ich verspreche euch, diese Tipps werden euch helfen. Schwör. Wie ich schon gesagt habe, wir haben am Freitag wieder ordentlich gestreamt. Dabei haben wir auch die ersten Waffen ordentlich hochgelevelt. Falls ihr auch mal in dem Stream dabei sein wollt, wir streamen immer montags und freitags ab 20 Uhr. Machen wir verschiedene Sachen, Challenges, Waffen freispielen und so weiter und so fort. Da wird natürlich demnächst viel Vanguard gespielt, aber wir spielen auch ein bisschen Warzone und so weiter und so fort. Also schaut gerne vorbei. Und wenn ihr natürlich mehr Videos über Vanguard sehen wollt, wie zum Beispiel die besten Klassen für Vanguard, Tipps und Tricks, Einstellungen für Vanguard, dann lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne so sehen wollt, damit wir wissen, auf was wir eingehen sollen und was nicht. Dann kommen wir nochmal zurück zum Leveln der Waffen. Denn trotz doppelte Waffen-EP, über die Token natürlich, leveln wir einfach unfassbar langsam. Da muss ich sagen, da würde ich mir gerne noch einen Patch wünschen, damit es ein bisschen schneller geht, damit man nicht Frust hat und nach 6-7 Stunden endlich die erste Waffe durchgelevelt zu haben, ist doch irgendwie auch ein bisschen frustrierend. Was bei der Frustrationsgrenze einfach überhaupt nicht hilft, ist, dass jede Waffe einfach 70 Level hat. 70 Level. Einfach krank. Voila. Was aber dieses Jahr ganz cool ist bei Vanguard, muss ich wirklich sagen, ist, dass man ein Waffen-Level-Menü hat. Ihr könnt schon mal gucken, wann was freigeschaltet wird. Da könnt ihr auch sehen, wie die Waffe weit geht. In diesem Fall sind es jetzt 70 Level, die man braucht. Und ihr seht schon, man muss unfassbar viel EP freischalten. Um viel EP zu bekommen, war es bei Cold War relativ einfach. Einfach in den Zombie-Modus gehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ich habe schon den Zombie-Modus gespielt und ich kann euch sagen, hui. Wenn ihr alleine eine Waffe leveln wollt und ihr geht alleine in den Zombie-Modus rein, kann ich euch sagen, im Durchschnitt kriegt ihr pro Zombie 12 Waffen-EP. Das ist lächerlich wenig. Des Weiteren sind diesmal sehr wenige Zombies auf dieser Karte unterwegs. Das heißt, ihr braucht unnormal lange, um eine Waffe zu leveln. Ich habe in einem Video gesehen, ich habe es jetzt persönlich nicht ausgerechnet, aber man braucht ungefähr 12.000 Zombie-Kills, um eine Waffe voll zu leveln. 12.000. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr mit mehreren in den Zombie-Modus geht, kriegt ihr Bonus-EP, umso mehr Zombies ihr killt. Allerdings, jetzt kommt das große Aber wieder, umso weiter ihr fortschreitet in diesem Zombie-Modus, desto weniger Waffen-EP bekommt ihr auch. Und da muss ich einfach sagen, da wurde wirklich dieser Zombie-Modus entschärft, dass man einfach nicht mehr die Waffen im Zombie-Modus ganz einfach leveln kann. Ihr kennt sicherlich Videos von Cold War, wo irgendwelche Glitches waren, wo die Leute einfach nur innerhalb von einer halben Stunde die Waffen komplett hochgelevelt haben, alle Tarnung freigeschaltet haben. Deswegen würde ich euch den Zombie-Modus einfach nicht empfehlen. Außer natürlich, ihr wollt die Tarnung freigeschalten, das heißt die Zombie-Tarnung, und ihr habt allgemein Spaß am Zombie-Modus, dann natürlich have fun. Aber, das muss ich einfach sagen, es dauert unfassbar lange. Da muss ich einfach sagen, dieses Jahr ist es tatsächlich effektiver, den Multiplayer zu spielen, denn da gibt es ein paar kleine versteckte Möglichkeiten, mehr EP rauszuholen und die Waffe einfach ein bisschen schneller zu leveln. Das erste, was direkt auffällt, sind die Operator. Ja, das ist zwar mega nervig, die Operator zum Teil freizuschalten. Hier mal ein Beispiel. Den Operator kann man nur freischalten, indem man sich 40 Abschüsse, glaube ich, um sich hinzulegen. Wer legt sich hin? Ganz ehrlich, wer spielt so? Richtig, richtig nervig. Aber ihr seht schon, die Operator haben
Lieblingswaffen. Und dieses Jahr könnt ihr in Vanguard die Operator leveln. Und wenn ihr dann genauer hinguckt in diesem Level-Menü, was wieder angezeigt wird, wann ihr was bekommt, dann bekommt ihr auch EP freigeschaltet für diese Lieblingswaffe. Das heißt, es ist viel effektiver, mit der Lieblingswaffe mit diesem Operator zu spielen. Das heißt, wenn ihr die MP40 spielen wollt und hochleveln wollt, schaltet den Operator dafür frei, spielt mit der Waffe und ihr bekommt zusätzlich pro dieser Stufe Bonus-EP dazu. Wenn ihr dann auch die doppelten EP-Token raushaut, schaltet das unnormal rein. Macht das auf jeden Fall. Das ist mit der beste Tipp, den wir euch geben können. Ansonsten gibt es natürlich noch so zwei, drei kleine Tipps, die ihr natürlich auch beherzigen könnt. Unter anderem kann ich euch sagen, spielt Hardcore. Ich weiß, das schreckt viele ab, aber wenn ihr Hardcore spielt und ihr schießt mit einer Waffe, die ist One-Shot, kriegt ihr automatisch Medaillen, gibt dann wieder einen EP-Bonus für die Waffe, levelt ihr automatisch wieder höher. Des Weiteren könnt ihr dieses Jahr das Spieltempo bestimmen, indem ihr einen kleinen Modus wählt. Da gibt es den Blitzmodus, den kann ich euch nur empfehlen, weil da natürlich am meisten los ist und ihr natürlich mehr Leute seht. Das heißt, mehr Abschüsse, mehr EP und natürlich schnelleres Waffenleveln. Ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist, spielt das, was ihr am besten spielen könnt. Wenn ihr sagt, mein Modus ist zum Beispiel Team Deathmatch, spielt Team Deathmatch, weil mehr Punkte gleich mehr EP. Mehr Abschüsse, gleich mehr EP. Das heißt, spielt einfach das, was euch stark macht. Wenn ihr in einen Modus reingeht, den ihr überhaupt nicht spielen könnt, bringt euch das nichts, wenn ihr nur 2-3 Abschüsse habt. Ihr levelt so langsam, das macht keinen Spaß. Ihr verbraucht nur eure doppelten EP-Token, macht einfach keinen Sinn. Ja, und das war's auch schon mit unseren Tipps. Wenn ihr die beherzigt, werdet ihr die Waffen auf jeden Fall schneller leveln als ohne diese Tipps. Wenn ihr noch mehr von unseren Tipps und Tricks und sowas sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, falls euch das Video hier gefallen hat und euch weitergeholfen hat. Ansonsten, wenn ihr vielleicht noch ein paar Kniffe habt, wie wir schneller leveln kommt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt es bei uns auf den Discord-Server, der unten verlinkt ist. Denn warum sollten wir nicht als Community zusammenhalten, damit alle schön schnell leveln können? Also haut hier rein, Wiedersehen, bis demnächst.